Ein langer Stau im Berufsverkehr Sydneys. Die Ursache ungewöhnlich. Die australische Polizei versuchte am Morgen einen Mann zu verhaften, der auf die Harbour Bridge geklettert war. Nach rund 5 Stunden gelang es dann den Beamten, den Mann festzusetzen und auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzubringen. Die Hintergründe für seinen Kletterausflug blieben zunächst unklar. Die Aktion sorgte für ein Verkehrschaos in Australiens größter Stadt. Viele Berufspendler kamen zu spät zur Arbeit. Ich bin in Nord-Sydney aus dem Bus gelassen worden und gelaufen. Ich bin 7 Uhr los, komme normalerweise 8 Uhr an, bin jetzt also 2 Stunden zu spät. Lokale Medien berichteten, dass der Mann frühmorgens gegen 4.30 Uhr auf die Brücke geklettert sei. Offizielle Stellen bedauerten das Verkehrschaos, gaben aber an, dass es neben Stacheldraht nur wenig Möglichkeiten gäbe, die Brücke vor unerwünschten Kletterern zu schützen.